Das Ganze ist schon ein Zeitchen her und doch bewegen mich so Geschichten, wenn ich das sehe, immer noch. Und es berührt mich auch und ich habe Mitgefühl mit diesen Menschen. Vor allem, wenn Kinder betroffen sind. Aber es ist nicht mehr so, dass es mich wegschwemmt und ich das Gefühl habe, oh, es tut zu fest weh. Aber ich wünsche mir schon, dass auch die Menschen, die so betroffen sind, dass die irgendwann den Mut haben, zu können sagen, es gibt noch etwas anderes und ich möchte irgendwie aus dem ausbrechen und den Weg auch finden, da rauszugehen. Und dass ich selber glaube. Ich selber gehe mit dem Alkohol so um, dass ich das mit Abstinenz über Jahre konnte, wie für mich regeln, dass ich das gar nicht brauche und dass ich mich von dem abwenden kann. Und mittlerweile ist es ein Genussmittel, dass ich einfach zu einem feinen Essen ein feines Glas Wein trinken kann. Und ich muss, wenn ich es sehe, dass jemand schon morgen um 10 Uhr anfängt, das Bier zu trinken, den ganzen Tag und eins nach dem anderen, dann habe ich schon meine Fragen und manchmal versuche ich die zu klären, gerade direkt, und manchmal schaue ich einfach nur zu und denke mir, ist das wirklich gesund? Heute ist es so, dass ich alles, was ich mache, macht mir Freude und ich teile mir meine Zeit so ein, dass ich eigentlich nie ans Limit komme. Und ich habe mir mein Leben neu eingerichtet. Das Grösste, was sich verändert hat oder was ich als Qualität anschaue, ist können frei haben, also Zeit haben für Sachen, die mich bereichern und wo ich Freude daran habe. Wie zum Beispiel Garten, Wandern, selbstversorgen sein.